Spannend, wie die Geschichte hier weitergeht. Echt, ey, ich bin komplett drin hier irgendwie im Spiel gerade. Ja, können wir ja zulassen. Hier war abgeschlossen. Wir haben aber einen Schlüssel für unten daneben. Und da bin ich ja mal gespannt, was uns dort erwartet. Das ist doch die Werkstatt dann eben da, wo er drinne seine Werke halt ja malt, erstellt, ne? War das nicht hier mit dem, mit diesem ebenfalls schwarzen Gesicht? Habe ich mir da echt geirrt? Das fehlt. Ich habe mir doch nicht geirrt. Da fehlt jetzt ein Bild. Und zwar das mit dem, ja, wie nennt man denn die Leute? Wolfskinder? Kann das sein? Liege ich da richtig? Ey, das weiß ich gar nicht genau, aber das fehlt jetzt hier. Wir werden mal zurückgucken. Ist aber noch da. Aber Licht ist hier aus oder geht ihr dadurch an? Ja, okay. Ich dachte bloß, die oben, die würden dann über den Lichtschalter eingeschaltet werden, aber das sind dann die. Er hat einen Zettel in der Hand. Können wir da näher raufgucken? Nee, da siehst du auch nichts drauf. Okay. Dann war das Telefon. Ach nee, das kannst du ja nie mitnehmen dann. Kannst du ja so... Oh, du kannst aber mit WSAD auch drehen. So nicht mitnehmen und draufpacken? Geht nicht. Und hier zweckelt es auch wieder recht stark. Keine Ahnung warum, keine Ahnung warum. Was ist denn das für ein roter Kasten? Aber ich glaube, hier habe ich doch schon mal reingeguckt. Ne? Ja. Ja, das war das Buch. Okay. Ich dachte eben, da steht irgendwie eine Art Büste oder sowas. Ach nee, eine Büste ist das ja nicht, ein Kopf, ne? Licht aus und hier war ein Spalt offen, glaube ich. Ah, ist zugefallen. Okay. Da hinten kommen wir nicht rein. Geht denn hier noch eine Tür rein? Ja. Da war das Schlafzimmer, oder? Ja. Mit diesem Bild. Oh, hier waren wir schon, ne? Nein, hier waren wir noch nicht. Wie konnte ich denn die Kommode übersehen? Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Punkt, Punkt, Punkt. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Ist das wieder der Maler? Ist er nun auch ein Opernsänger? Das würde, also wenn er Musiker wäre, würde das natürlich den Flügel dort unten erklären, ja? Warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung. Ach so, das ist die Frau wahrscheinlich von ihm, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solch Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Gillis, einer der schärfsten Kritiker von ... sie endlich in einem anderen Licht sieht. Ich muss mal gerade gucken. Habe ich bestimmt rausgeschnitten. Ich hoffe, ich hab's rausgeschnitten. Nase war gerade dichte. Licht sieht. Von Gillis waren bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt. Okay, war doch richtig. Wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Gillis einen Gesichtsausdruck, der
lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf erneutes... Geht's nicht weiter? Simply said yes. Auf erneutes... Nee, kann nichts drücken. Aber hier unten ist es auch abgerissen. Also, denke mal, wird es so richtig sein. Aber auch da wieder was rausgestrichen. Ach, die Namen bestimmt, natürlich. Die Namen mit Sicherheit. A night at the opera becomes a night to remember. Natürlich doch. Sonst nichts weiter verpasst hier. Außer die Hutschachtel? Nee. Aber hier habe ich reingeguckt, möchte sagen, weil dort der Artikel von dem Kaufhaus ist, ja. Okay, lasst uns nach unten gehen. Ich glaube, ich spiele das Spiel, das wurde, ich habe mir informiert, das wurde mit einer Durchschnittsspielzeit von 5 Stunden, glaube, angegeben. Glaube, irgendwo gelesen zu haben, aber ich glaube, ich verbringe hier im Spiel wieder 10. Weil ich überall nachgucken muss, um wirklich alles mitzunehmen, ja. Nicht, weil ich das für ein Video tue, sondern weil mir das echt selbst interessiert, sag ich mal. Gut, wir müssen hier rüber und können wir jetzt... Da ist die Hand für den Schlüssel und wir gehen mal rein. Was? Um 1.05 Uhr klingelt die Uhr. Die Musik hat aufgehört zu spielen. Hier war der Keller. Da ist erneut das Bild von oben. Da werden wir auch nochmal nachgucken. Das interessiert mich, ob das jetzt oben verschwunden ist. So wie es auch mit dem behaarten Mann, Kind war, ja. Okay, die geht einfach mal von allein zu. Get it right this time. Den Satz, den haben wir auch ganz am Anfang gehört gehabt. Mach's diesmal richtig. Wir sind tatsächlich der Maler und müssen jetzt ein Bild malen? Boah, diese finsteren Bilder. Ähnlich wie in Silent Hill natürlich auch. Und was fliegt da oben? Was ist das? Ein Drachen? Fuhur? Mach's diesmal richtig. Ein Spiegel? Na, ich werde mir mal das Bild da noch nicht geben. Hier haben wir einen Haufen Truhen. Oh, geht die schwer auf. Pinsel. Natürlich, zerbrochen alle. Also scheint da so manchen mal nicht zufrieden gewesen zu sein. Oder wahrscheinlich nicht wegen der Malerei gnatzig, sondern wegen irgendwas anderem. Sodass dann vermutlich auch... diese dann eben halt zu den finsteren Gemälden geführt hat, ja, dass er wegen irgendwas ziemlich angefressen war aus seiner näheren Umgebung oder so. Flaschen, ach bestimmt die Farbe, oder? In Flaschen, oh, ich möchte mir noch nicht zum Bild hindrehen. Muss ich dazu sagen.
so sick. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Aha, also liege ich damit wahrscheinlich nicht verkehrt. Wahrscheinlich hatten die beide öfter mal ziemlich heftigen Zoff. Halt, kann man nicht drehen? Nee. Okay, ach so, hier kannst du nur wieder in der Mitte anpacken. Oh, ich sehe doch den Punkt hier in der Mitte. Aber manchmal, da springt die Hand dahin, wo sie halt gerade will, ja. Ach so, das ist bloß Papier. Unbemaltes. Und wieder Orden. Wieder die Pfeife. Da kann ich nicht rauf gucken, obwohl das sehr interessant aussieht, da, das Blatt. Hier passiert doch gleich irgendwas. Bisschen sehen wir uns da wieder spiegeln. Oh, hier kommen wir sogar ran. Oh. Ja, wenn man da von unten nach oben ziehen muss, dann muss man aber wirklich zweimal kurbeln mit der Maus, ja, ich das aufgeht. Okay, Pinsel und Farbe hier. Irgendwie was runtergefallen oder zerschmissen gar? Ein Stuhl wahrscheinlich für Porträtbilder. Und ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe zu spielen. Aber ich denke mal, ich könnte 4 Stunden am Stück durchziehen. Und wir können da drunter ziehen, aber das will ich jetzt noch nicht machen, nee. Lost it. You deserve finish it. Verloren es. Du verdienst, beende es. Drehen kann ich es wieder nicht. Komm mal da unten ran, ja. Da kommen wir auch noch ran. An dem Schubfachchen. Ja. Aber nichts los. Bleibt uns ja nur noch das Gemälde hier zu enthüllen. Wird mal ein bisschen hinter dem Hocker stehen. Oh. Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Stand dort unten. Falls man es nicht gesehen hat, wieder eine Errungenschaft auf Steam freigeschalten. Und dort stand, es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Können wir hier tun? Finish it, Spacebar. Achso. Get it right this time. Das sieht mir aus, als könnten wir das bewegen. Das glänzt mir hier auffällig doll. Waren die vorher schon hier? Diese beiden Zeichnungen? Das da unten, das haben wir ja gesehen gehabt. So langsam wird die Stimme rau. Ich sollte mal kurz was trinken. Kleinen Moment mal eben. Hab nur gerade kein Glas hier. Na, da tut's auch die Buddel. Richtig machen dieses Mal. Da unten an der Kurbel? Nein. Da geht nichts. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, dann erwartet uns noch was. Weil die ist ja nicht umsonst zugefallen. Solche Horrorspiele.
Wer Erfahrung drin hat, der weiß das ja, ne? Oder auch in Horrorfilmen, ne? Da wo mal eine Tür zufällt. Entweder die geht nicht mehr auf und die Wände, die quetschen sich zusammen oder so. Oder die geht auf und dahinter lauert dann eben das komplette Unheil, ja. Da haben wir reingeguckt. Wir gucken mal wieder raus. Aufgehen tut sie. Oh shit. Da sind wir aber nicht hergekommen. Gleich verschlossen. Ach du Kacke. Jetzt fängt's an zu ziehen, das Spiel, ja? Auch irgendwie stimmen, ne? Ist das so eine Art Rückblick gerade? Ich sollte nicht immer so viel vorwegnehmen, glaube. Okay. Da ist ein offenes Fenster. Ist das gleiche? Also ich erinnere mir bloß hier oben an dem drachenähnlichen Tierchen. Oh! Junge! Seid ihr bekloppt, ey? Alter! Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Oh! Da stand doch irgendwas mit Reach. Must reach for. Haben wir hier kein Licht? Geht das? Ah, das geht. Oh, hätte ich das mal eher gefunden, den Lichtschalter, ey. Scheiße, du. Okay, weiter, was haben wir nicht? Ich glaube, wir müssen nur voran, gerade. Das Spiel, das möchte uns weiterschicken. Jetzt fängt's an, mit uns zu spielen, nämlich. Nur tippelnd voran, weil ich glaube, irgendein falscher Schritt und das geht gleich wieder von vorn los, das Spielchen, ja? Da ist der große Tobi schnell mal ganz klein. Sich im Kreis drehen. Was haben wir denn hier oben? Eine Ziege? Oder was ist das? Und den Rest, den kann man auch nicht erkennen, die vielen Gesichter da drauf. Und die schon wieder, ach nee, das ist ein Windpfeifen, ne? Da sehen wir ein bisschen was von einem Baum da draußen. Oh. Mal hier noch eine Kommode vergessen, nee. Ich den Zettel da lese. Ein Bild haben wir hier noch. Das ist seine Frau. Am Klavier und dort steht eine Orgel im Hintergrund. Hatten wir dort eine Orgel? Nein. Nein. Das wäre mir aufgefallen.